Und damit herzlich willkommen zurück hier in Mordor. Wie sich das gehört, sind wir natürlich hier rausgekommen, direkt neben, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, unserem Ziel. Wir haben ja gesagt, wir wollen... Nee, Ruckduck Kessellecker. Ruckduck der Kessellecker. Wir wollten Golem Schafauge, das ist er auch nicht. Nee, hier drüben, das sind sie natürlich, die Hinrichtung. Felgrad Menschenbrecher. Nur pass auf. Wenn wir einmal hier sind, der Kessellecker, das ist der mit dem Schild. Den haben wir ja auch zum Hauptmann gemacht. Der missfällt mir sowieso. Solange der noch schwach ist, hau ich den einfach fix um. Dann machen wir die Hinrichtung, nehmen beide Leibwächter weg. Und dann holen wir uns den Häuptling. Am besten, wenn das immer noch nicht klappt, dann leveln wir. Aber erstmal so. Das ist der heutige Fahrplan. Liebe Damen und Herren, es beginnt. Riecht es für dich auch? Huch! Habt ihr das gehört? Wir werden das in Stücke. Ja, ich hab mir vorher schon auf die Mütze hauen. Du hörst ganz schön was los. Hep, hep, hep. Hoch! Kletterst du da hoch? Hallo! Talon, du wirst angegriffen. So. Ruckduck Kessellecker. Der mit dem Schild. Blutet es nicht aus! Ich mag mein Fleisch saftig! Wenn der jetzt auch gegen Karago gut ist, werde ich zum Schwein. So, wir dünnen das Ganze etwas aus. Hat er jetzt gewonnen? Warum? So stark ist er gar nicht. Will zurück. Ich kann sein Ah, er hasst Karagor und wird also stärker, wenn er welche sieht. Habe ich kapiert. Er ist jetzt nicht der Bestientöter, aber... Er steigt also aus seinem Grab. Ich werde ihn schon zurückbringen. Ach. Du Idiot, ich habe schon Hauptmänner getötet. Da hast du noch in deine scheiß Windel geschissen. Zack. Zack, 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 zack. Hinrichtung. Ach, zack. Drüber springen. Zack. Zack. Zack! Oh ja, das so langsam haben wir richtig geile Kombos raus hier. Zack! Hep! Zack! So, wieder deinen schnellen Angriff und Hinrichtung! Ah, wenn das mal nicht klasse war. Komm her! So, wenn wir einmal dabei sind, unsere Peiniger hier zu töten, dann können wir auch gleichzeitig gucken, was die anderen Häuptlinge so drauf haben, oder? Wen haben wir denn hier? Ugu Aschenhaut ist fest davon überzeugt, dass der dunkle Herrscher ihn als käferschluckendes Gefäß benutzt. Als käferschluckendes Gefäß. Terrorisiere den Liebling von Ugu, verberge dich und warte, bis er erscheint. Alles klar. Stärken und Schwächen gucken wir uns an, wenn es soweit ist. Kurzes Vergnügen. Du starbst, wie du lebtest. Kurz. So, keine Schmerzen kennen. Chance von 20% bei tödlichem Treffer, 5 Gesundheit zu reagieren, zu regenerieren. 20% bei tödlichem Treffer, 5 Gesundheit. Lohnt sich das? Schwert habe ich. Nahkampfschaden. Okay. Nein. Oder aber das war der Dolch. Nein, das war nicht der Dolch. Nee, im Schwert haben wir weiß Gott Besseres. So. Und nun zu euch. Theoretisch kann ich die Schnellreise nehmen, ne? Da kann ich aber hin.
Es sei denn, da verstreicht jetzt so viel Zeit, dass das Ding weg ist. Das wäre schlecht. Ah, es ist noch da. Sehr gut. Richtig, Garm, Hitzkopf und Felgrad Menschenbrecher. Die haben sich echt... Die können sich echt nicht ausstehen. Wahrscheinlich warte ich wirklich, bis er den einen umgebracht hat. Und gehe dann einfach hin und töte den zweiten. Oh, dass ich nicht auf diesen Seilen landen kann, das ist aber auch schon ärgerlich. Wenn die Sklaven nicht schneller machen, bauen wir die Straßen für unsere Armeen aus ihren Leichen anstatt aus Steinen. So, 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 so. Da oben geht's zur Sache. Ugu, Aschenhaut, wer will den denn? Ich hab immer noch den Lumpen, der hier vorne ausgerastet ist, am Visier. Um Verräter, Feinde, Rivalen, ihre Gleiter. Ja, das haben wir. Macht 8, macht 4. Felgrad Menschenbrecher, der hat uns, den haben wir zum Häuptling gemacht, den Hitzkopf kennen wir noch nicht. Also wir... Eigentlich ist scheißegal. Ihr seid sehr böse, Uruks. Ta-ta-ta! Dafür töte ich dich! Lass mich los! Das war die einfache Lösung und jetzt hau ich ihn um. Normalerweise müsste ich doch jetzt eine Rune bekommen, oder? Ja, ja, komm schon. Nein, zurück. Hier geblieben. Oh, oh. Tuka, der Ghoul-Freund. Nicht mutig, was? Bist weggelaufen. Diesmal wird nicht gelaufen. Ja! Menschendreck! Bei allen Insekten, die ich heute erwartet habe, warst du nicht dabei? Aber ich bin erfreut, dass du jetzt hier bist. Scheiße. Zack. Einer weniger. Oh. Gut. So, Trefferserie aufbauen. Und weg. So, wir müssen mal gucken, dass wir langsam aber sicher alle wegbekommen, aber normalerweise. Wir sind schon mit größeren Truppen fertig geworden. Wichtig ist der Fellgrad. Das war gut. Kampfmeister, scheiße. Das hat nicht funktioniert. So, drüber. Das war gut. Nutzloses Pack. Nein, Gift. Scheiße, das reißt uns komplett runter. Verdammt. Nee, es reißt uns nicht komplett runter. Oh, da haben wir auch Schwein gehabt, du. So. Nein, 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 ich hab den. Hinrichtung nicht auf. Gut. Ich dachte, er will schon wieder den Tag angreifen. Oh nein. Ja, das Gift ist nicht gut. Ja, das Gift reitet uns echt rein. Die machen wirklich Schaden, wenn die treffen. Nein! Oh, das war knapp. War kein Blut, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. So. Ich kenne diesen Trick. Nein, nicht gut. Wo kommen denn jetzt auf einmal die Schildträger hierher? Für ein paar grausige Morde!
Alter, warum sind das wieder so viele? Und so viele Schilder. Nein, doch nicht der schon wieder. So. Nein, das war's. Nee, wir haben jetzt wieder aufgeladen. Weiß doch gar nicht warum. Wahrscheinlich die Trefferserie. Dieses Aufladen war top. Wir sind nämlich schon wieder fast tot. Nein! So, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ja. So, gleich weg, gleich weg, gleich weg. Nein, 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 nein! So, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Nein! Scheiße! Mit dir, Süßer! Hört der Spaß nie auf! Aua. Ich hab mir echt wehgetan. Aua. Scheiße. Wäre der zweite nicht noch zugekommen. Zwei mit Gift sind zu viel. Och Manno, hier ist immer so viel los. Warum? So, aber wenn wir mal hinten auf den Hauptmann Numero. Ja, er hat nur noch den einen. Ruck. Aber der ist nochmal da. Mische dich in den Überfall ein. Wir müssen den holen. Wir müssen den holen. Solange dieser Fluch auf uns lastet und wir... Welcher ist das jetzt? Oh, Gok. Graugschlechter. Das ist er. Da muss man hin. ...einander gebunden sind, werden... Da gibt's gar keinen Turm, oder? Nimmt sich gar nichts. ...wir gemeinsam in Mordor Schrecken verbreiten. Sauron vertraut auf die Schwäche der Menschen. Auf ihre Machtgier. Ihren Zorn und ihren Hunger nach Ruhm. All diese Wege macht er sich zunutze. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen durch unser Vorhaben, ihn zu vernichten, nicht zu seinen Dienern werden. Ich habe wahrscheinlich einfach ich bin zu aggressiv in den Kampf reingegangen. Ich hätte wahrscheinlich nicht den anderen Hauptmann gleich von Weitem wegschießen sollen, sondern einfach erst mit zwei, drei von den, in den Fußsoldaten rundherum. Oder aber direkt auf Fellgrad vorher schon. Man weiß es nicht. Aber so wie ich es gemacht habe, war es auf jeden Fall absolut bekloppt. Hirnrissig. Viel zu aggressiv. Hoch. Fellgrad, ich komme. So. Nochmal. Uns hier ausruhen. So, sein Schildträger muss ich auf jeden Fall umhauen. Das ist Ziel Nummer 1. Da ist noch einer. Ab in den Hintern. So, die Dicken sind raus. Zack, Druck. Du weißt doch gar nicht, dass ich hier bin, hä? Du weißt doch, wie sehr ich es liebe, dich zu töten, Waldläufer. Aber am meisten freue ich mich immer auf die stille Zeit nach der Aufregung. Du bist jetzt allein. Mach mich nur wütend. Mach mich nur wütend. Wir müssen sehen, was du davon hast. Oh! Hey, mein Text. Ha, Schlitz!
Zack! Und... Nein, der falsche für den Richtung. Doch, hat geklappt. Das klappt gut. Nein! Wir sehen uns wieder, Menschlein! Oder wenn die Zeit gekommen ist! Hier geblieben. Nein, 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 nein! Hoch, drüber! Also renn doch, du Idiot! So, Elbenpower aktivieren. Haben wir einen Stein? Haben wir einen Stein? Wir müssen über den Stein, dass wir das wieder aktivieren können. Scheiße, ist der schnell. Der ist zu schnell. Liegt hier irgendwo ein Stein? Liegt kein Stein. Doch, 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 hier. Nein! Er hat's nicht gemacht. Doch, er hat's gemacht, aber völlig dämlich. Hier geblieben. Nein. Ich muss dich doch töten. Überraschung hat mir gefallen. Mann. Nein, du bist noch dort. Ich hau dich jetzt um. Vergiss es. Hab ich da gerade etwas gehört? Zack! Nee, du kriegst jetzt so richtig auf den Sack! Scheiße, doch! Nein, das war doch falscher! Der haut immer noch ab! Hier ist ein Stein. So, aktiviert. Nein. Es heißt, man hört nichts, wenn Scheiße. Eine Klinge die... Ja. Der ist hier hoch. Warum kann der klettern? Warum kann der das? Scheiße, warum ist das so schnell? Das gibt's doch nicht. Wo ist der hin? Ah. Wo ist er hin? Moment! Ich rieche etwas! Das gibt's doch nicht! So. Ja! Ja, betäubt. So, jetzt, das war's. Nee. Schnapp dir ein paar Tropfen meines Blutes, Waldläufer. Trage sie immer bei dir, damit wir uns nahe sind. Hau ihn um. Y. Endlich bist du ruhig. Jetzt stirbst du! Was hast du denn jetzt hier verloren? Ey, wer bist Mensch du denn? Uruk sucht ganz Mordor, um Mensch abzuschlachten. Hey, wenn du da bist, hau ich dich auch mit um. So, erst dein Schild, Heini. So, und jetzt geht's drüber und zack. Au. Ah, hier ist ein Berserker. Au. Na, vielleicht düse ich ja doch. Vielleicht habe ich ja doch so ein bisschen, Respekt. Und tschüss. Au. Nicht schießen. Unfair. Ich schieße auch. Selten.
Nein, hoch. Um Gottes Willen. Ah, die Festung kenne ich doch. Die kennen wir noch. In die haben wir uns schon mal reingeschlichen. So. Wir haben jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, beide Leibwächter. Ja? Genau. Er hat keine Leibwächter mehr. So, jetzt holen wir uns. Die Frage ist, was passiert, wenn wir den ausschalten, wird doch einfach ein neuer zum Häuptling, oder? Aber jetzt im Moment haben wir, glaube ich, oh, Tuga, der Wohlfreund, den haben wir seit Folge 2. Haben wir den am Arsch. Ansonsten haben wir uns eigentlich mit den meisten gerecht. Hier der Askrom, den haben wir ganz frisch zum Hauptmann gemacht, aber ansonsten haben wir eigentlich alle, die uns so auf die Nerven gehen, beseitigt. Na gut, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, morgen ist der Häuptling dran, denke ich mal. Yep, die Zeit sagt, morgen ist der Häuptling dran. Bis dahin, haut rein, ciao.